Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus unserem Let's Play Resident Evil 3, das Remake. Ja, wir sind vor Nemesis in der letzten Folge davon gelaufen und das, obwohl wir sogar schon diese komischen Spinnenviecher, Käferviecher, nee, es waren Spinnen, gemacht haben vorher. Und ich habe schon wieder mein Gamepad hier verwickelt. So, ich möchte aber nicht lange drum rum reden. Nemesis kommt anscheinend nicht hier rein. Ich werde jetzt mal gucken, was ich jetzt so alles mitnehmen kann. Ach so. War das jetzt mit unten? Kann man die noch auffüllen? Ja, eine können wir die noch auffüllen. Okay, der Rest sieht gut aus. So, wir haben jetzt ein Kraut dabei. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß nämlich nicht, ob wir Nemesis jetzt wirklich los sind oder ob wir jetzt in der nächsten Sequenz wieder auf den treffen. Das wäre natürlich dann nicht so dolle. Ich schau mal eben, was wir haben. Also wir hätten noch drei Handgranaten theoretisch. Da wäre es mir eigentlich ganz lieb. Ach so, die können wir direkt gestapelt mitnehmen. Ja, Moment. Können wir dann nicht auch die hier... Eigentlich wollte ich die kombinieren. Wieso geht das nicht? Handgranate, Handgranate. Achso, oder wir können nur drei auf einmal stapeln. Das kann natürlich auch sein. So, wir haben noch Schießpulver. Wir haben noch 60 für die normale Munition. Das lassen wir sie erstmal drin. Wir haben auch noch Pistolenmunition, zumindest noch 20 Stück. Wir haben noch grüne Kräuter, aber leider keine roten mehr. Ich habe jetzt absolut keine Ahnung, was auf mich zukommt. Das ist das Problem. Und ich weiß halt eben nicht, ob wir jetzt nochmal auf Nemesis treffen werden oder nicht. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Plätze hätten wir noch frei. Je nachdem, was kommt, ist das natürlich viel. Ich muss mal eben die Benachrichtigung ausschalten. So, jetzt habe ich die Benachrichtigung ausgeschaltet, weil die liebe Prue mich nämlich angeschrieben hat und gerade ein bisschen zugeballert hat mit Textnachrichten. Was ich grundsätzlich immer befürworte, aber natürlich jetzt nicht gerade in dem Moment, wo ich am Aufnehmen bin. Ich habe nämlich vergessen, das auszuschalten. Ja, Schande über mein Haupt. Also, ich würde sagen, dass wir vielleicht noch ein grünes Kraut mitnehmen. Achso, ich stehe ja schon. Bleib mal hier. Noch ein grünes Kraut mitnehmen. Mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Wahrscheinlich brauchen wir eher zwei. Aber gut, wenn wir jetzt sterben sollten, dann ja, ist das halt so. Dann sehen wir uns gleich wieder hier drin. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Was müssten wir denn jetzt machen? Wir sollten, glaube ich, zu denen, ne? Tresor. Ah, nee, das ist der Tresor. Ich meine, wir sollten jetzt zu der U-Bahn-Station, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist nämlich jetzt schon wieder zwei, drei Tage her, dass ich aufnehmen konnte, weil ich auf meine neue Festplatte gewartet hatte und keinen Platz hatte. Jetzt muss ich nur mal eben schauen. Das ist auf jeden Fall Schießen. Ach so, da ist Ausweichen. Ah, okay. Gut, das ist Zielen. Und mit der Taste renne ich nämlich. Mit der weiche ich nicht aus. Okay. Gut. War der neu? Nee, ne? Gute Arbeit, Superkopf. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn's drauf ankommt. Hey, mach mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Arschloch. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Oh nee, ne? Nicht schon wieder.
Er ist hinter mir her. Hey! Ich verschaffe euch Zeit! Hey, nein, Jill! Was, Jill? Nein! Bist du dumm oder was? Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst das? Ich geb dir das! Oh, fuck. Oh, fuck. Ich weiß gar nicht, was ich tun muss oder wo ich hin muss. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Schnellzugriff nach rechts. Ja? Scheiße. 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 Das ist so verdammt eng hier gerade. Da von rechts oder von links? Das ist meine Chance. Oh, was denn? Was denn? Was denn? Geh rein! Geh rein! Mach! Los! Oh, du blöde Kuh! Mach! Hinne! Ich glaube, da war jetzt noch irgendwas, was ich einsammeln konnte. Scheiße. Aber der kommt noch garantiert noch hinterher, oder? Eine Tür? Eine Tür? Ah. Ja, mach sie zu! Mach sie zu! Wobei, bei meinem Glück wird er trotzdem wieder hinterherkommen. Carlos, hörst du mich? Carlos! Ja, oder auch nicht. Ich sehe jetzt hier auch gerade keine Zombies. Okay, jetzt habe ich zwei Granaten vorbei. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die zweite jetzt überhaupt gebraucht hätte. Da ist eine Tür. Sollen wir da reingehen? Das ist ein Speicherraum. Ja. Dann gehen wir doch gerne da rein. Und nehmen natürlich auch gerne alles mit. Ah, Pistolenmunition. Flintenmunition. Oh, das heißt, dass jetzt was Größeres kommen wird wahrscheinlich. Okay, wir tun erstmal... Oder wir hatten hier, glaube ich, noch ein grünes Kraut drin, oder? Genau. Das kombinieren wir mit dem Grünen. Das können wir dann wieder verstauen. Die Frage ist jetzt, die Handgranaten. Ah ja, jetzt kombiniert er die auf jeden Fall. Das ist sehr schön. Die Pistolenmunition verstauen wir auch erstmal. Bei der Gewehrmunition bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ah, ja. Erste-Hilfe-Spray. Ich meine nämlich, es wären zwei Erste-Hilfe-Sprays da drauf gewesen. Aber ich habe anscheinend nur eins geschnappt. Ich war auch ein bisschen in Panik, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Weil der ja doch sehr, sehr schnell ist, eigentlich. Also jetzt hat er irgendwie Gnade für recht ergehen lassen anscheinend, weil er doch recht langsam war. Ja, ich werde jetzt diesmal nicht hier abbrechen und sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, sondern ich werde nur mal eben zwischenspeichern, weil das jetzt doch sehr viel besser gelaufen ist, als ich gehofft hatte. Ich wollte gerade sagen, kommt der jetzt hier rein oder was? Ich wollte nur mal positiv anmerken, dass es wirklich auch pausiert, wenn man hier im Menü drin ist. Ne? Das fand ich jetzt sehr wichtig gerade. Okay, er kommt jetzt aber nicht hinter mir her, so wie es aussieht. Ach komm schon, es... Gibt es hier eine Tür? Nee. Aber ein Weg? Ja. Schnappen wir uns erstmal die Munition. Da gibt es einen Weg und hier rechts kommen wir auch. Nee, war hier nicht gerade noch was? Ach so, das sah nur so aus. Okay. Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Da steht jetzt nicht, in welche Richtung ich kann.
Okay, keine Zombies in den Ecken. Hinten ist... Komme ich hier durch? Ah, erstmal Zettel. Erhöhte Kanalsicherheit. In den Kontrollbereichen der Anlage wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Wahrscheinlich war das... Das, was mich jetzt gerade hoffentlich vor Nemesis erstmal gerettet hat, das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Okay. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Okay, das heißt dann wohl, dass wir erstmal einen Akku finden müssen. Ja, okay. Braucht wohl irgendeine Stromquelle. Wir müssen einen Akku finden, okay. Müssen wir da jetzt runter? Ernsthaft? ja. Ist hier oben irgendwas? Lecker. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Ja. Ich schätze, die muss man wirklich verbrennen. Ah, da ist was. Eine Handgranate. Okay, das heißt dann wohl, dass jetzt irgendwas Böses kommen wird. Ja, also gut. Also gut nicht, aber... Das war nur eine Fliege, ne? Ich dachte, da oben kommt was raus. Kann man auch nicht sehen, in welche Richtung ich jetzt gehen muss. Da ist was. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich habe die Viecher mal gesehen. Noch eins. Hallo! Lauf, Mann! Muss ich da jetzt rum? Nee. Moment, ich bin jetzt in einer... Kommt der mir jetzt nach oder nicht? Oh, scheiße. Oh, da ist was. Da ist was. Ja, nimm mit. Komm, mach hin. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Kann der hier hoch? Ich hoffe nicht. Oh, scheiße. Also man kann den aber doch recht gut ausweichen, muss ich sagen. Zumindest jetzt in der normalen... Ah, ein Akku. Version. Oh, der nimmt sogar zwei Plätze ein. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben sogar zwei Brandgranaten bekommen. Moment, was haben wir hier bekommen? Sturmgewehrmunition. Das ist schön. Das haben wir jetzt nur nicht dabei. ja. Ist da noch jemand? Nee. Schießpulver. Das ist immer ein Problem. Fürs Kraut haben wir jetzt keinen Platz mehr. Doch, einen haben wir noch. Achso, nee, ich muss kombinieren. Eieieiei. Sprengstoff. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Schießpulver, scheiße. Ach so, nee, Moment. Sprengstoff ist aber... Können wir das kombinieren? Ja. Das ist aber was ganz anderes, denke ich mal, ne? Ergibt bei Kombination von zwei Einheiten explosive Granaten. Kombiniert mit Sprengstoff B-Granaten.
Okay. Ist jetzt nur blöd. Da ist noch was. Ein Liebesbrief? Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschaudern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solch unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Der redet jetzt aber nicht von diesen komischen, weiß ich nicht, Viechern, die da unten an der Kanalisation hängen, oder? Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffen untauglich, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerke beim Fressen freigelegt sind. Und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter Gammas, wahrhaft überlegen seid. Okay. Ja, das mit dem grünen Kraut ist natürlich jetzt irgendwo scheiße. Ich meine, ich muss es jetzt kombinieren. Ich lasse es jetzt hier nicht liegen. Aber wir haben jetzt für gar nichts Platz. Ich kann jetzt auch nicht nachladen. Ja, doch einmal könnte ich noch nachladen. Hä? Nee? Hatte ich nicht eben 5? Oh, nee, das ist nicht euer Ernst, oder? Ja, das finde ich ja jetzt wirklich nett. Dann hätte ich zumindest noch einen Platz frei hier. Naja, gut. Wenn wir jetzt rausklettern, wäre links noch ein Teil, wo wir noch nachsehen könnten. Und da ist wohl was, was wir nicht mitgenommen haben. Ja, ist ja kein Wunder. Ich meine, da kamen mir auf einmal diese komischen Viecher an. Aber ich habe jetzt die Batterie. Also ich hoffe... Ja, ich will aber trotzdem... Ich will aber trotzdem wissen, ob da noch irgendwas ist. Scheiße. Also ich habe wirklich nur 4 Schüsse damit. Das ist Mist. Hier ist auch nichts, was ich mitnehmen kann. Der ist jetzt hier wieder abgehauen, oder wie? Oh. Okay, also wenn das so ein bisschen eine Linksbiegung macht, müssen wir nach links rum. Oh Gott. Hier war auch nichts mehr, ne? Ja. Bin ich jetzt hier richtig? Okay. Nein! Scheiße! Die können wir noch aufsammeln. Oh, müsst ihr mir das antun? Ihr seid so scheiße. Ich kann auch nichts davon jetzt wegwerfen. Toll. Notiz eines Kanalarbeiters. Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eins von den Dingern hat ihn in einen Stuck verschlungen, von Kopf bis Fuß. Oh, ich denke, die meinen die, die gerade vor mir gestanden haben. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor 2 Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen, aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck, verdammte stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, hüpft einer von ihnen aus den Tunneln raus. Okay. Und auf die verdammten Cops kann man sich auch nicht verlassen. Kann auch nicht den Schreibtischtätern in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, haue ich ihn direkt in seine dicke, hässliche Fresse. Ja, das heißt jetzt was genau? Also wir haben jetzt noch 49 Schuss. Soll ich lieber auf Vorsicht walten lassen und trotzdem erst immer die 2 Schüsse abgeben, bevor ich da
ausweichend dran vorbeilaufe oder versuche ich es mal so daran vorbeizulaufen? Das ist jetzt die Frage. Ach Mann, das nervt mich jetzt wirklich, dass hier Schießpulver liegt. So, ich bin jetzt hier in der Ecke. Das heißt, ich müsste quasi den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Entweder da oder dahin, um dann die Batterie, glaube ich, hier einzulegen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Da könnte ich jetzt theoretisch... Ach so, nee, die Batterie ist, glaube ich, hier oben, oder? Das kann man jetzt gar nicht sehen. Da käme ich auf jeden Fall nochmal an den Speicherraum vorbei. Die Frage ist nur, soll ich das dann noch holen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. In welche Richtung gucke ich jetzt gerade nach draußen? Die nächste links und dann links den Bogen. Oh Gott. Okay. Nein, du sollst ausweichen, verdammt. Lauf! Nein! Oh! Okay. Ja. Ich würde fast sagen, da ich jetzt gerade auf die Uhr schaue, dass wir das dann hier mal als kleinen Cut nehmen und ich werde definitiv dann auf Nummer sicher gehen. Und nicht versuchen, an denen vorbeizulaufen, weil das jetzt irgendwie nicht so gut geendet hat. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich lebendig wieder. Bis dann. Ciao.